Drop this bass. Damit willkommen zur vierten Folge von Minecraft TDBs Infinity Expert im Expert Mode. So, ich bin der Expert. Evolved im Expert Mode. So war's. So, wir haben jetzt mal in der vorigen Folge schon ein bisschen mit ein paar Ressourcen gefarmt, gesucht. Je nachdem, wie ich es geschrieben habe. Ich habe was liegen lassen. Nicht gut. Und ich muss hier unbedingt bald Stufen reinmachen. Dass wir hier besser vorankommen und hoffen, dass jetzt hier keine Mobs sind. Dass wir in Ruhe schlafen können. Okay, ich muss mir eindeutig ein Sleeping Bag machen. So. Gucken. Nö, gut, sind keine Mobs hier in der Nähe. So, Major. Major. So, und dann können wir uns erstmal hier ein paar Karotten pflanzen. Die bringen zwar nicht allzu viel, aber sie bringen was. So, und ich würde mal sagen, hier machen wir uns noch ein kleines Feld hin. Haben wir hier Clay? Ja, das Clay, das brauchen wir doch. Okay, wir machen uns jetzt erstmal etwas an den Clay. Oder machen wir uns erstmal eine Steinschaufel? Ja, wir machen uns eine Steinschaufel. Steinschaufel. So. Na. Nicht das Bergmanns Freund. Das kann raus, das kann raus. Okay, Cobblestone haben wir jetzt schon wieder ein gutes Stückchen. Ich wollte aber jetzt eine Schaufel machen. Dankeschön. Okay, da kommen wir die hier rein. Die kann weg. Wir holen uns erstmal ein bisschen Dirt. Hier, Clay. Warum komme ich jetzt auf Dirt? Ist das eine sehr gute Frage. Wir müssen ja dann mit Tinker's Construct uns ein schönes Smeltery bauen. Gut, dass wir hier nicht so schnell ersticken wie bei Minecraft Regrowth. Aber jetzt müssen wir auch noch ein bisschen mehr Clay suchen. So, Timer läuft. Dass wir jetzt Ressourcen für das Smeltery suchen. Ah, hier haben wir eine Tonne. Oh ja, hier haben wir eine Tonne Clay. Das gefällt mir doch. Wir brauchen eh so im Groben und Ganzen zwei bis drei Stacks von den Clay. Da haben wir die ganzen Seed Bricks machen müssen. Und da liegt er noch. Und wieder mal an die Luft, frische Luft. So, ne, am besten erstmal. Oh, warum ist ja Grünzeug unter Wasser? Hä? Okay, Sand müssen wir ja dann auch noch farmen. Ach Mann, da haben wir noch was vor uns. Dann müssen wir dann mal gucken, wo wir unseren Sand herkriegen. Sand brauchen wir und Gravel. Gravel haben wir ja im Notfall auch hier. Ja, ich hab's doch schon gemerkt, Spiel. Und ja, ich hab's auch gemerkt, ich muss mal wieder was Normales essen, sonst regenerieren wir nicht so. Und ja, wir müssen uns trotzdem irgendwie an einen Eimer müssen wir rankommen. Sonst bringen uns ja noch mal die Smeltery was, weil wir keinen Lava haben. Ich weiß nicht, ob wir ein Clay Bucket machen können. Schon wieder. Tatsache. Haben wir jetzt schon 2, 3 Stacks? Ne, 2,5. Ach Mann. Na, Clay kann man leider nicht essen, Spiel. Sollen wir mal noch ein bisschen mit auf der Luft gucken? So, dass man nicht gleich wieder Schaden bekommt. Okay, die zwei nehmen wir noch mit. Und dann müssen wir uns noch ein bisschen Gravel besorgen und Sand. Gravel und Sand. Und vielleicht dann mal noch einen Baum, damit wir uns eine Truhe machen können.
Bucket, mal gucken. Es gibt, gäbe ein Water Bucket, ist aber Deko Craft. Und hier auch Iron Plate. Das heißt, wir müssen uns einen Cockoven machen. Dafür brauchen wir halt noch mehr Clay und noch mehr Sand. Okay, das wird doch etwas ressourcenaufwendig. Na, da fällen wir uns erstmal den Baum hier. Also nehmen wir uns jetzt erstmal den Cockoven-Angriff und holen uns da noch mehr Clay aus dem Boden. Den wir ja brauchen. Und vielleicht haben wir hier noch ein bisschen Clay. Okay, da haben wir noch Clay, wunderbar. Aber jetzt machen wir uns erstmal eine Truhe für den Clay, den wir jetzt schon haben. Okay, da das ja ein Multiblock ist, brauchen wir 9, 18, 26, 26 mal 4. Das sind über zwei Stacks, oder fast zwei Stacks, die wir nochmal brauchen. Ach man, da haben wir noch was vor uns. Okay. So, dann haben wir wieder eine Doppeltruhe. Und so, die Seeds können wir hier rein, das da, das da. Die Sticks behalten wir. Den Compressed Cobblestone können wir rein, den normalen auch. Und dann machen wir hier drüben Gravel, Erze und Clay. Kohle behalten wir. Erde können wir auch mit da rein. Und die Stumbatz, ich brauche ja noch ein bisschen Cobblestone, um meine Tools zu reparieren oder unsere Tools, je nachdem. So. Ja, ist ja okay, dass das Teil in die Mitte muss. Holen wir uns leider ein bisschen Clay. Wir bräuchten am besten hier ein bisschen Luft unter Wasser. Damit wir nicht ständig hier nach vier Schlägen oder so hoch müssen. So, wenn wir die zwei Stacks haben, da können wir uns dann, ja, und Sand farmen. Komm, hoch in die Luft. Und da haben wir auch bald unser Clay-Vorrat hier unten aufgebraucht. Huhuhu. Der Clay wird langsam immer weniger. Okay, den wollte ich ja nicht. Gut. Und wieder hoch an die Luft. Ja, wir kriegen Schaden. Nein, nicht gut. Und wieder runter. Vielleicht haben wir Glück und es sind noch ein paar Karotten gewachsen. Dass wir erstmal was essen können. Nom nom nom. Karotten. Da ist mal ein Osterhasen, das ganze Essen weg. Ja, verdient ist verdient. Okay, wir haben zwei Stacks. Ich will hoch. Oh ja, jetzt müssen wir gucken, ob wir Karotten haben. Ne, sieht nicht so aus. Aber ich habe doch hier was gesehen. Nicht? Schade, hab gedacht, das sind solche von Pam's Harvest Craft. Aber da hat man doch, glaube ich, auch was. Da. Erstmal das erstmal. Bringt zwar nicht viel, aber. Wir haben erstmal was gegessen. Bis unsere Karotten groß werden. Ja. Haben wir da eine Höhle? Okay, wir können noch ein Stück Fleisch essen. Ich wollte gerade sagen, war das eine Traumcraft? Ist hier eine
Eine Note? Nein, das war bloß eine Blume. Okay, ich hatte schon gedacht, hier haben wir noch eine Höhle, aber nein. Das wäre schön, das wär zwar schön gewesen, aber das Spiel sagt nein. Wir müssen Sand farmen. Und ich tue erstmal unsere Schaufel reparieren. So. Da wir ja viel Sand brauchen werden. Denke ich mal, wird das hier schon mal wieder nicht ausreichen. Okay, wir können ja auch gleich noch ein bisschen Flint mitnehmen oder Gravel. Brauchen wir auch noch für die Smeltery. Ach, nehmen wir erstmal Sand. Auch zwei Stacks, Pi mal Daumen. Wenn wir es denn hinbekommen. Ohne zu sterben. Und wir müssen anscheinend bald noch, jetzt gleich noch eine neue Sandquelle in Angriff nehmen. Und unsere Schaufel sagt auch nein. Ach ja, gehen wir schnell noch schlafen. Schaufel muss repariert werden. Jetzt wäre ich schon wieder fast losgelaufen, ohne dass ich sie repariert hätte. Das wäre mal wieder so typisch ich gewesen. So typisch ich. Nein, ist noch nicht groß. Schade. Haben wir da hinten noch ein Sandfeld. Ich wollte gerade sagen, haben wir ja eine Mine. Nein. Gut, das wäre es jetzt noch gewesen. Nein, der Kabelsohn kann weg. Wir brauchen erstmal nur Sand. Ich will so viel Sand wie möglich. We need Sand. Eine Tonne. Und mehr. Ach, kriegt man so oder so weg. Gut. Ich dachte schon, ich muss ja den Trick einsetzen. Nein, muss man nicht. Wunderbar. Aber das sehen wir uns noch ab für uns später. Ja. Kriegen wir jetzt noch eins? Natürlich nicht. Aber dann machen wir das hier schnell mit der Hand. Die paar Blöcke. Und dann machen wir uns schnell noch einen. Zumindest die ersten Blöcke von dem Cock Oven. Und versuchen mal nicht so viel zu rennen. Memo an mich selbst. Nicht rennen. Ah, ist bald soweit. So, geht wunderbar. Da passt das doch. So, da können wir jetzt doch noch schon mal hier wieder unser Feld etwas vergrößern. Dumm, dumm, dumm. Bevor wir jetzt hier einen ersten Brick haben für einen Cock Oven. Weil wir brauchen für den ersten 4 Stück. Und ich denke mal, ich werde zu wenig Sand haben. Ja, war doch sowas von klar. Mir fehlt noch etwas Sand. 10 Stück fehlen. Aber naja, gut. Das sage ich mir hier an der Stelle. Danke fürs Zuschauen. Hat es euch gefallen? Kommentiert, abonniert und
Wenn ihr wollt, halt liken, ist vollkommen euch überlassen. In dem Sinne, haut dann rein und bis demnächst.